Ja, da sind wir wieder. In unserem Hauptquartier auf Taris, das verlassene Apartment mit unserer ganzen Truppe. Die Truhe hier ist leer, nehme ich an. Jawohl. Tja, und wir haben Bastila gerettet. Wir können ja mal mit ihr reden. Wie kann ich helfen? Möchtet ihr mit mir darüber sprechen? Ich würde gern wissen, was passierte, als ihr auf Taris abgestürzt seid. Was habt ihr und Karth gemacht, bevor wir uns zusammenschlossen? Oh, wir haben euch gerettet. Mann, jetzt will die uns wieder kritisieren, diese blöde Kuh. Bevor wir euch gerettet haben, wollt ihr wohl sagen? Ich habe mich selbst befreit. Wäre ich nicht gewesen, hätten Breschik und seine Komplizen euch kalt gemacht. Man könnte also eher sagen, ich habe euch gerettet. Mann, oh Mann, oh Mann. Könnt ihr nicht einfach zugeben, dass ihr gerettet wurdet? Ich gebe zu, dass ich mich nicht hätte befreien können, wäre nicht dieser Tumult nach dem Swoop-Rennen entstanden. Dafür sollte ich euch wohl danken. Ich frage mich nur, was ihr beim Swoop-Rennen gemacht habt. Es kann nicht leicht gewesen sein, mich dort zu finden. Aber ihr habt es geschafft. Kurz und knapp, ihr wurdet auch nicht von den Sith entdeckt. Ihr habt herausgefunden, dass die Vulkar mich gefangen hielten, nahmt am Rennen teil und wurdet zum Swoop-Meister auf Taris. Und rettete die Jungfrau in Not. Vergesst das nicht. Naja, so fühle ich mich nicht gerade. Ich bin immerhin eine Jedi. Aber ich kann nicht leugnen, dass ihr mich beeindruckt habt. Als man euch für diese Mission auswählte, hätte niemand das von euch erwartet. Ein Jedi hätte das problemlos tun können, aber nur mit Hilfe der Macht. Oh ja, aber natürlich die Macht. Ach ja. Mir scheint, ihr unterschätzt uns nicht, Jedis. Möglicherweise. Die Macht operiert durch alle von uns auf die eine oder andere Weise. Auch außerhalb des Jedi-Ordens gibt es Individuen, die empfänglich für die Macht sind. Es ist für mich offenkundig, dass die Macht durch euch operiert. Es gibt keine andere Erklärung für euren überragenden Erfolg. Dennoch bin ich nicht sicher, was ich mit dieser Erkenntnis machen soll. Wenn ihr jünger wärt, würden euch die Jedi möglicherweise als Schüler aufnehmen. Aber so wie es aussieht... Ach ja, das übliche Anakin-Problem. Naja, wir sind schon ein bisschen älter. Aber das weiße Haar täuscht. Wir sind eine Ichani. Also, das weiße Haar täuscht. Ich bin eine Ichani. Wir haben von klein auf weiße Haare. Ich bin eigentlich noch relativ jung. Bestimmt. Tja, also, was meint ihr denn damit jetzt genau? Es tut mir leid, ich habe meine Kompetenzen überschritten. Ich spreche von Dingen, die besser dem Jedi-Rat überlassen werden. Lasst uns einfach die Tatsache akzeptieren, dass ihr etwas Besonderes seid. Ich hoffe, dass es uns mit euren Fähigkeiten, meinem Jedi-Wissen und dem Können unserer Begleiter gelingt, von diesem Planeten zu fliehen. Na schön, ein neuer Tagebucheintrag über Bastila. Bastila sagte, es gibt Anzeichen dafür, dass die Macht sehr stark in dir ist. Sie wollte jedoch nicht weiter darüber reden, da sich der Rat der Jedi damit beschäftigen muss. Flucht von Taris können wir auch noch gerade lesen. Nachdem du Bastila gefunden hast, musst du Taris schnellstens verlassen, aber das ist leichter gesagt als getan. Oh, ja, ich belasse es mal dabei. So, wir haben hier immer noch eine Werkbank stehen. Ich nehme mal alles, was aufrüstbar ist, von unseren Gefährten runter. Sie hat nur Kleidung an, oder? Ist das Kleidung? Jawohl. Und haben wir was anderes für sie? Nö. Nur Kleidung. Na, okay. Was hat sie eigentlich für eine Klasse? Bastila will ich wissen. Ein Jedi-Wächter. Okay. Sehr geschickt. Relativ charismatisch. Na fein, na fein. Wir haben Breschiks Handschuhe gefunden. Ja, wir können ja gerade mal Ausrüstung überprüfen. Geschicklichkeit 1. Breschiks Handschuhe verbessern die Hand-Auge-Koordination des Trägers. Bringt uns das denn was? Nee, unser Geschick ist auf einer geraden Zahl, dann wird es nur 11. Das nützt gar nichts. Breschiks Armband.
Schadensresistenz widerstehen 5 gegen Schlagend. Brezhiks Armband generiert eine wirkungsvolle Barriere gegen Nahkampfangriffe, wenn es zusammen mit seinem Gürtel benutzt wird. Das ist nützlich. Dann müssen wir uns jetzt von dem Tarnfeldgenerator verabschieden. Hat auch nochmal Schadensresistenz 5 gegen Niederschmetternd, der Gürtel. Brezhiks Gürtel generiert eine wirkungsvolle Barriere gegen Nahkampfangriffe, wenn er zusammen mit seinem Armband genutzt wird. Ja, müssen wir gucken. Vielleicht schleiche ich aber doch nochmal irgendwo rum. Gut. Das behalte ich. Alles andere an Waffen, was aufrüstbar ist, nehme ich den Leuten jetzt mal ab. Ach. Mission hat den Sith Energieschild bekommen. Hallo? Was? Ist das ein Bug? Ich will dir den abnehmen. Das ist ja unfassbar. Wie frech? Behält die den einfach? Sowas? Das Implantat ist nicht aufzurüsten. Ah ja, die Ritualklinge bestimmt. So, dann wollen wir mal ein bisschen handwerkern. Oh, und ein Laserschwert haben wir jetzt auch. Das Zwillingslaserschwert von Bastila. Diese exotischen und überaus seltenen Waffen werden vor allem von dunklen Jedi verwendet, in deren Augen sinnlose Gewalt eine Tugend ist. Das Zwillingslaserschwert ist effektiver, aber unpräziser als einfach klingen. Ja, das ist schon schwer genug. Okay, wir haben keine Unterstützungskristalle dazu. Das ist schon schwer genug, überhaupt so ein Ding rumzuschwingen und damit zu kämpfen. Und dann hat man plötzlich 2 Klingen davon. Das kann ich mir vorstellen, dass das schwer ist. Hey, ein neuer Abzug. Angriffsbonus +1 für Carves Blaster. Dann haben wir hier Nahkampfwaffen. Unsere Master Vibro Klinge. Missions Vibro Klinge. Aufrüstbare Rüstung haben wir immer noch nicht. Tja, gut. Dann war es das soweit. Jetzt rüsten wir unsere Leute wieder mal aus. Carth kriegt seinen Blaster zurück. Mission hat schon einen Blaster. Sie bekommt natürlich ihr Laserschwert. Auf jeden Fall auch ein Energieschild. Salba braucht noch eine Waffe. Der ist ja ein guter Nahkämpfer. Ach, die Ichani-Ritualklinge ist gar nicht aufzurüsten. Ist 18. Ja gut, dann behält er die mal. Ist ja ganz okay, wie er damit umgehen kann. Ja gut. Bitte was? Hast du Aggro oder was? Okay. Dann wollen wir mal vor die Tür und gucken, wie wir denn jetzt weiter vorgehen wollen, würde ich sagen. Ach so, wen nehmen wir denn mit? Ich wäre für Bastila und Carf. Und was wir dann machen? Wieso abbrechen? Warte mal. Kann ich jetzt abbrechen? Ja, was? Du kannst jetzt nicht abbrechen. Bestätige zuerst die Gruppenkonfiguration. Ach, mir doch wurscht. Also, gut, dann müssen wir halt doch durch die Tür gehen. Ich wollte jetzt noch gerade einfach sagen, wir haben Kohle. Ich wollte gerade im Menü nachgucken, wie viel, aber das sehen wir dann gleich hinter der Tür. Und mit der gehen wir dann erstmal Waffen einkaufen, würde ich sagen. Weil wir haben 2000 Credits auf einen Haufen gefunden, nach dem Endkampf unten in der Garage der Vulka. Und Kebla Jod hat ja viele teure Waffen und dann wollen wir ihren Laden doch mal beehren. Nach dem Ladebildschirm. Ach, den kennen wir doch. Ihr da, Mensch. Ihr seid der Pilot, der das große Swoop-Rennen in der Unterstadt gewonnen hat, nicht wahr? Ist vielleicht
vielleicht nicht gut, wenn wir Aufmerksamkeit auf uns lenken. Ihr müsst mich mit jemandem verwechselt haben. Nein, Mensch, das glaube ich nicht. Ich habe das Hubrennen gesehen, ihr wart da. Ihr seid die beste Zeit gefahren. Ihr seid es, den ich finden sollte. Ganz sicher, ja. Ich habe eine Nachricht von Kandaros Ordo. Ihr sollt ihn in der Kantina treffen. Hört ihr? In der Kantina treffen. Kandaros, ist das nicht der Mandalorianer, der für Davik arbeitet, der in der schwarzen Rüstung, die er durch die Mod hat? Genau der. Angesichts seiner Beziehungen zu gewissen Leuten wäre es ratsam, seiner Einladung zu folgen, wenn ihr versteht, was ich meine. Versteht ihr doch, oder? Ja, ich glaube schon. Kandaros hat nicht gesagt, warum er euch treffen will. Er hat nur gesagt, dass er ein Angebot für euch hätte, das ihr nicht ausschlagen könnt. Angesichts seiner Beziehungen zu gewissen Leuten wäre es ratsam, seiner Einladung zu folgen, wie ich bereits sagte. Tja, danke für die Nachricht. Ich werde mich in der Kantina mit ihm treffen. Wir haben sowieso nichts Besseres zu tun. Eine gute Entscheidung, Mensch. Ich würde euch raten, nicht zu lange zu warten. Mandalorianer sind nämlich für viele Dinge bekannt, aber Geduld gehört sicher nicht dazu. Oh nein. Neuer Tagebucheintrag. Also, Flucht von Taris. Von einem Boten erfährst du, dass sich der Mandalorianer Kandaros Ordo, ein Handlanger des örtlichen Paten, mit dir treffen möchte. Örtlicher Pate, ja gut. Es ist zwar nicht klug, mit dem stadtbekannten Kriminellen zu verhandeln, aber ohne ihre Hilfe kannst du Taris nicht verlassen. Kandaros wartet in der Kantine auf dich. Wieso haben Bastila und Cassia schon wieder neuartige Dingsies drumherum? War doch gar nichts Neues. Haben wir sonst noch irgendwas Neues im Inventar eigentlich? Ein paar Enhancer, eine Hyperkampfstimulanz. Diese Stimulanz garantiert hohe Konzentrationsfähigkeit im Kampf. Der Benutzer lässt erlittenen Schaden fast gänzlich außer Acht. Mehrere identische Boni werden nicht addiert. Antidot-Kits enthalten verschiedene Hypo-Spray-Injektoren mit einem wirkungsvollen Breitband-Antidot. Sie ermöglichen die schonende Behandlung von Vergiftungen. Medikit ist klar, Reparaturkit ist klar, verschiedene Minen, schwache Gasmine. Gasminen enthalten, wie der Name schon sagt, ein hochgiftiges Gas. Hierbei handelt es sich um das Standardmodell. Gut, 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 gut. Computerteile, Maschenpanzer haben wir schon gesehen, Ziffpapiere, Zugangskarten, noch und nöcher, ein Pasag-Nebenstapel. Pasag wird mit einem Haupt- und einem Nebenstapel gespielt. Hier kannst du deine Nebenkarten aufbewahren und am Anfang des Spiels ausspielen. Ja, ich glaube, Pasag müssen wir auch bald mal anfangen zu spielen. Wäre ja auch total in Character, weil wir sind ja ein Schurke. So, aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal einkaufen mit der ganzen Asche, die wir gefunden haben. Oh, da freue ich mich drauf. In den letzten Schlachten des Krieges wurden im galaktischen Rim. Die wurden im galaktischen Rim ausgetragen. Revan und Malak kehrten verändert aus diesem Krieg zurück. Diese Repulsor-Statuen hier vorne. Ne, also Repulsoren sind so eine Technologie im Star Wars-Universum, die lassen Sachen schweben. Haben auch Schiffe. Zum Manövrieren einfach, wenn die im Hangar landen. Und hier sind sie offenbar für ein öffentliches Kunstwerk gebraucht worden. Ups, da hängen wir an der Ecke fest. Gut, also jetzt sind wir bei Kebla Jod im Laden wieder. Aber wir haben schon wieder so spät, dass wir den Einkauf einfach mal in der nächsten Folge machen, ja? Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Euer Ben Stormrider.